Herr Recht? Ja? Sie sind Schauspieler. Bekannt durch Filme der DEFA und durch den Fernsehfunk. Aber Sie singen im Metropoltheater in Berlin. Na, singen ist gut. Ich rufe meinen Text übers Orchester weg ins Publikum. Nehmen Sie an dieser Sendung heute teil? Ja, eigentlich schon. Ich bin nur gekommen, um zu sagen, ich bin sehr in Eile. Ich habe gar keine Zeit. Hey Rolf! Was ist denn noch? Du, wir sollten doch mal wieder was zusammen. Was? Na, singen. Ach, singen. Ich hab dir doch gesagt, ich hab keine Zeit. Na, lass uns doch wenigstens mal nachsehen, wie es mit unseren Terminen aussieht. Bitte? Montag früh Gymnastikstunde. Vortrag beim Gewerkschaftsbunde. Nachmittags eine Funkaufnahme. Abends kommt eine Pressedame. Dienstag Sitzung beim Verlag. Mittwoch hab ich Haushaltstag. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wir haben wirklich alle beide keine Zeit. Donnerstag Premierenfete. Freitag Probe Kiss Me Käthe. Samstag, Sonntag Parksport reif. Montag Autogramme schreiben. Dienstag Nacht in Potsdam drehen. Mittwochabend Schwabe sehen. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wir haben wirklich alle beide keine Zeit. Donnerstag Gepäck verladen. Freitag großes Sauna baden. Samstag nach Bulgarien reisen. Sonntag beim Direktor speisen. Montag bin ich nicht mehr da. Schreib mir mal aus Sofia. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wir haben wirklich alle beide keine Zeit. Aber irgendein Termin ergibt sich. Ja, 1978. Oder es kommt sehr viel später. Ein Duett der Urgroßväter. Irgendwann, da klappt es doch. Hoffnung bleibt uns immer noch. Also bis dann. Also bis dann. Also bis dann. Also bis dann. Denn eines Tages packen wir die Sache an. Aber dann...